Hallo und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Channel. Mein Name ist Dr. Andreas Krüger. Ich bin Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie und habe mich beruflich spezialisiert auf die Diagnose und Behandlung von schweren und komplexen Traumafolgestörungen bei Kindern und Jugendlichen. Wenn Sie ausführlichere Informationen zu meiner Person wünschen, dann verweise ich freundlich auf das Video über Andreas Krüger. Ja, ich hatte Ihnen einiges erzählt zu der Art, wie ich vielleicht geeignet mich einem Kind oder Jugendlichen annähern könnte, der eine traumatische Erfahrung gemacht hat. Und ich hatte auf die beiden Grundregeln hingewiesen, die Sie dem Kind gleich am Anfang anzubieten sind. Erstens, über die schlimmen Dinge, die du vielleicht erlebt hast, wird hier nicht gesprochen, außer du möchtest gern. Dann ist es bestimmt eine gute Medizin. Und die Stoppregel, das heißt, wenn irgendetwas für dich Stress erzeugt in unserem Austausch, wo du sagst, nee, das geht mir zu weit, ich weiß vielleicht selbst gar nicht, warum und was mich stresst, aber dann kannst du jederzeit Stopp sagen und musst auch nicht sagen, warum. Ja, ich möchte dir gerne irgendwie Unterstützung anbieten und dir da näher kommen. Und es soll nicht darum gehen, dass du noch mehr gestresst bist. Gleichzeitig weisen wir aber in dem Gespräch, was wir mit dem Kind oder Jugendlichen führen, wenn wir jetzt mit traumatischen Erfahrungen rechnen und aber nicht wissen, was hat das Kind durchgemacht, oder wir wissen es auch, wissen wir immer noch nicht, welche Auswirkungen hat die Erfahrung auf das Kind gehabt. Also haben wir es mit Lukas 1 oder Lukas 2 zu tun. Und um sich dem anzunähern, habe ich eine kleine Fabelgeschichte entwickelt. Wir nennen sie einfach mal Katze-Kaninchen-Geschichte, mithilfe derer wir uns den Verhältnissen annähern können und ermitteln können, hat das Kind traumatischen Stress erlebt oder nicht. Und ich zeige Ihnen mal das etwas zugegeben chaotische Bild, was am Ende dieser Psychoedukation stehen wird. Das sieht etwas wirr aus. Ich erzähle die Geschichte ganz, ganz kurz. Ein kleines Kaninchen, ja, hoppelt durch die Gegend, durchs Unterholz, das Grüne hier, kommt an eine Wiese und wird von einer Katze gesehen, die das Kaninchen fressen will. Das kleine Kaninchen rettet sich in einen Steinhaufen, die schwarzen Punkte hier, und denkt, es ist jetzt in Sicherheit, Kaninchenbau, Eingang, aber der Weg ist versperrt. Dreht sich um, Tatze der Katze 2 mm vor der Nase des kleinen Kaninchens. Das ist eine traumatische Situation im engeren Sinne. Das möchte ich damit beschreiben, eine Nichts-geht-mehr-Situation. Erstens, Kind ist in Lebensgefahr, beziehungsweise Kaninchen. Das Kaninchen kann nicht weglaufen, kann nicht kämpfen und entwickelt ein Gefühl von totaler Ohnmacht. Man spricht auch von traumatischer Ohnmacht. Wenn diese 4 Aspekte zusammenkommen und nur wenn die 4 zusammenkommen, dann entsteht Superstress. Man könnte sagen Superstress, im Fachjargon traumatischer Stress. Der ist in der Lage, im Kopf eine Art Notfallprogramm zu aktivieren über eine Alarmanlage. Im Mittelgehirn ist eine Struktur, die heißt Mandelkern, die kann aktiviert werden durch Extremstresserfahrung. Die wirkt aktiviert und löst dann quasi das Notfallprogramm aus. Und es gibt 2 Möglichkeiten, auf traumatischen oder traumatischem Stress zu begegnen. Einmal in direkter Betroffenheit, dafür steht dieses kleine Kaninchen 1. Und hier abgebildet ein gedachtes Kaninchen 2, großer Bruder von kleinem Kaninchen 1 oder Freund oder was weiß ich was oder Tochter oder so, beobachtet das, was hier passiert. Das heißt, ich erlebe das Gleiche nur in Zeugenschaft. In jedem Fall entsteht traumatischer Stress, der die Alarmanlage aktiviert und dann möglicherweise zur Entwicklung einer posttraumatischen Belastungsstörung, Notfallprogramm oder folgenden Störungen führen kann. Also diese Geschichte ist geeignet, um sich dem Thema anzunähern, ohne sich die Finger dran zu verbrennen. Wir bleiben unserer Grundregel treu, über Schlimme wird nicht gesprochen. Das hatte ich ja erzählt, das Schlimme ist so das Wort, was hilfreich ist, als Brücke immer wieder dient im weiteren Gespräch mit dem Kind, um über traumatische Erfahrungen in die Kommunikation zu kommen, ohne dass wir die traumatische Erfahrung
direkt ansprechen. Gut, wenn Ihr Kind, Ihre Schülerin, Ihre Klientin sagt, ja, ich habe mich so gefühlt wie Kaninchen 1 und oder 2, dann haben Sie sich damit die Grundlage geschaffen, mit dem Kind einem roten Faden folgend von gemeinsamer Arbeit, den roten Faden geschaffen, um zu prüfen, ja, sind denn jetzt Störungszeichen der posttraumatischen Belastungsstörung, der häufig assoziierten Störung, der dissoziativen Störung vorhanden, die wiederum auch Traumafolgestörungen werden. Also aus diesem kleinen bildsprachlichen Element ergibt sich im Grunde eine Handlungsaufforderung. Ne? Wenn das Kind diese oder jene Erfahrung gemacht hat, ist es notwendig zu schauen, hallo, Superstress hat auf Hirn gewirkt und höher entwickelte Tiere und Menschen reagieren mit einer posttraumatischen Belastungsstörung im häufigen Fall. Also checken. Und über diesen Weg können wir dann auch die Verhältnisse klären, haben wir es jetzt mit Lukas 1 oder Lukas 2 zu tun. Sie haben jetzt von mir nur eine Zusammenfassung dieser Erklärgeschichte gehört. Sie können zum einen nochmal eine ausführlichere Form finden, wenn Sie die Videos, die wir für die Betroffenen, reiferen Kinder und Jugendlichen gedreht haben, wenn Sie sich da nochmal das entsprechende Video anschauen. Ansonsten verweisen wir auch freundlich auf die Weiterbildungsveranstaltungen des IPKJ, die sich richten an natürlich Fachkollegenschaft, die in der Psychiatrie tätig sind, die psychotherapeutisch tätig sind, die in der stationären ambulanten Jugendhilfe tätig sind, die im Schulbetrieb in verantwortlicher Situation tätig sind. Wir freuen uns, wenn Sie uns auf der Website besuchen und vielleicht ein Weiterbildungsangebot für Sie dabei ist, was für Sie speziell zugeschnitten auch hilfreich ist. Vielen Dank.